Jo, moin mal wieder in Wrong World und wir machen eine neue Aufnahmesitzung. Ist eine Weile her, deswegen erstmal wieder reinkommen. Ja, dann lass mich erstmal schauen. Inventar. Ist ja immer wieder gut zu wissen, was man da drin hat und was man nicht drin haben will. Wo sind wir eigentlich? Sind wir jetzt in der alten Heimat oder sind wir in der neuen Heimat? Ich habe noch keine Ahnung. Oben ein Acorn ist auch da. Und ich höre, da draußen ist auch schon wieder ein Schlackbiest am Herumscharwenzeln. Ich bin heute mal wieder am Nachtaufnehmen, deswegen darf ich hier nicht ganz so rumbrüllen. Ich hoffe, ich halte mich dran. Ja, zum Schmelzen ist hier eigentlich nicht so viel. Oh, 66 Kohle. Wie sieht es denn mit dem Footer aus? Kann man denn da irgendwie. Nö, eigentlich auch nicht so. Warum habe ich denn noch den Sand im Getriebe hier? Kann nicht sein. Ja, da hilft mal gar nichts. Wo habe ich eigentlich mein Grabegerät hingetan? Habe ich das hier? Moment mal. Wir hatten doch ein Grabegerät. Ich bin jetzt gerade momentan ein wenig verwirrt. Lass mich mal kurz durch die Truhen gucken. Man kennt das ja, man legt immer mal wieder was ab, was nicht gut ist. Und ja, jetzt ist doch Tag, klasse. Ich kann nicht raus, weil ich nicht weiß, wo mein Grabegerät ist, verflixte Axt. Ich gucke erstmal, wo wir überhaupt sind. Ach, wir sind in der Hauptbasis. Oh, und da ist unser Hamster. Ja, und da gerade mal Tag ist, ja, machen wir einen los jetzt hier. So. Hey, guck mal, wenn ich auf ihn drauf, wenn ich auf die Springtaste drücke, dann hupt er auch gleichzeitig. So. Ja, wir werden heute mal die Welt erkunden in Hamster-Style. Oh, hui, hui, hui. Ja, Freeze? Nö, will ich nicht. Und da sind Acorns ohne Ende. Ja, ich bin jetzt so viel in England gewesen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das hier eigentlich nochmal war. Da ist ein Rockbeast. Warum denke ich immer an Metal, wenn ich Rockbeast höre? War das hier? Ja, hier hatten wir. Ach, guck mal, da sind noch Sachen drin. Aber weißt du, die interessieren mich jetzt mal. Eine Wurstigkeit. So. Ach, da ist der Ball. Ja, ich habe viel gelernt über den Hamster jetzt inzwischen drüben in England, nämlich dass man zum Beispiel auch solche krassen Berge hier einfach mal eben hochklettern kann. Und ja, das gibt einem natürlich mehr Übersicht. Da drüben ist unsere neue Heimat. Ha, ho, 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 ho. Hihihihi. Ja, und mit dem Ding kann man nicht schwimmen. Das ist schon mal klar. Das macht er nicht mit. Aber er kommt einem dann hinterher. Wir sollten ein bisschen aufpassen, dass uns nicht das Seemonster erwischt. Das finde ich ein bisschen overpowered. Das ist ja stärker als im Endeffekt der Obsidian-Mann oder so, weil zwei Schläge oder so und du bist weg. Naja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gewesen, aber. Na, komm mal her, mein Digga, komm. Digga. Digga, alter Brudi. Ja, ich suche jetzt mein Grabegerät. Ich weiß jetzt eigentlich auch nicht warum. Ach so, weil ich den komischen Acorn wieder einpflanzen wollte. Also die komische Eichel. So, ach so, ja. Habe ich gestern auch schon in England gehabt, dass ich nicht wusste, wie man von dem Ding absteigt. So. Ah, da ist das Grabegerät. Na, wir sollten solche Dinge nicht in Kisten packen. Das ist nicht gut. Was wir machen sollten, ist die Hütte hier mal vernünftig einrichten. Hier mal ein paar Sachen bauen, die wir noch brauchen. Haben wir denn? Wir haben. Ja, ein paar Barren haben wir noch. Was brauchen wir denn eigentlich für Kisten? Kisten, 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 das ist hier. Chest. 20 Wood, ein Copper Bar und eine Workbench haben wir ja sowieso. Ist ja schön. It would be good if we had wood. Alles klar. Wir gehen mal. Komm mit, mein Digga. So. Digga. Wir sägen mal hier unten noch ein paar Bäume um. Sich sägen bringt Regen. Ach. Und ja, da müssen wir jetzt das unglaublich laute Gerät anmachen. Uah. Ich sag mal heute nicht irgendwie von wegen was über die Aufnahmelänge, also was ich so plane, weil da widerspreche ich mir sowieso immer selbst. Ich sehe noch hässlichere Bäume, die muss ich mir gleich mal vornehmen. Wir wollen ja alle Hässlichkeit aus der Welt verbannen. Ja, dann schalt mal die Facecam ab, Digga, ne? Also, ja. Ich habe es übrigens wieder mit Brudis und Diggis, also ja, ist schlimm. Ist ja eigentlich gar nicht so mein Ding. Jetzt reite ich mit der Kettensäge durch die Gegend. So, die Bäume hier sind kacken hässlich, die kommen weg. Nee, ich sag mal heute nicht, wie lange ich aufnehme. Also mach da keine Voraussage, weil ich sowieso da immer mich nicht dran halte. Ich sag immer,
Heute mal nicht so lange. Das könnte man fast schon als Running Gag irgendwie werten. Und dann nehme ich doch so lange auf, wie zum Beispiel gestern schon wieder in England, weil ich habe ja momentan, ich will euch aber nicht meine Probleme geben, aber wie die Leute in Minecraft wissen, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal hier, war das schon soweit? Weiß ich nicht. Ich habe ja momentan so eine leichte depressive Phase gehabt haben sein machen sollen. Ich weiß nicht, wie da momentan der Status ist. Ich kann da drüber keine Auskunft geben, weil ich selbst nicht weiß. Ich habe das Gefühl, mir geht's besser. Ihr könnt das mal selber beurteilen. Die Leute sagen immer, so meine Handvoll Stammzuschauer hier, da sind ein paar dabei, die sich tatsächlich etwas um mich sorgen und die sagen, oder eins, zwei von denen sagen, man würde es mir anmerken, welche Phase gerade bei mir ist, ob ich gerade wieder in der Depression stecke oder ob das sich inzwischen gebessert hat. Also ihr könnt ja mal beurteilen. Ich lasse jetzt die Säge an. Reiten wir mit der Säge übers Land. Hahaha. die Palmen möchte ich da unten lassen. Also machen wir die hier weg, die hässlichen Klödel. Naja, also ich habe das Gefühl, mir geht es wieder besser. Ein bisschen. Obwohl eigentlich dazu kein Anlass besteht, weil ich habe privat ein paar kleine Sorgen. Ja, ist ja immer mal wieder, dass meine sehr seltsame Beziehung so ein ganz klein wenig... Krise. Ich untertreibe immer und übertreibe immer. Und dann wundere ich mich, dass die Leute nicht wissen, was eigentlich los ist. Ja. Ja, ich weiß schon, was ich falsch mache. Fritten. Ja. Warum habe ich denn eigentlich so niedrige Gesundheit, habe ich gestern in England auch gesagt. Ja, das muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich irgendwelchen Quatsch gemacht habe. Ne? Ich habe mich wahrscheinlich mit Schlagbiestern geprügelt oder so. Oder mit Schlimmerem. So, wir sammeln auch mal alles auf, was hier so ist. Jetzt habe ich den... Ich wollte gerade sagen, den Hasen. Jetzt habe ich den Hamster irgendwo zurückgelassen. Den werde ich nie wiederfinden. Der ist ja so klein und niedlich. So. Ich hau mal richtig Bäume weg jetzt hier. Und Pflanzen müssen wir eigentlich auch. Ich habe gesagt, wir werden keine Pflanzen mehr sammeln. Aber das muss ich wirklich tun. Weil wir werden... für einige Dinge... Oh, wie der geflogen ist. Wir werden für einige Dinge... Gott, ist das laut. Wir werden für einige Dinge... sehr viele Tränke brauchen und dafür brauchen wir Blumen. Moin. Darf ich Ihnen einen neuen Haarschnitt verpassen? Oh, der hatte ja gar nichts dabei. Nicht mal Haare. So. Ja, seit wann haben Baumstümpfe Haare? Weiß ich doch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, was ist sonst noch so? Hab ein bisschen Schwierigkeiten mit den... mit den Aufnahmeterminen, weil ich immer noch lieber, ich weiß nicht, ob es letztes Mal auch schon so war, gerne am Tubenwurst-Album arbeite. Das hat großartige Fortschritte gemacht, aber macht euch noch keine Illusionen, das wird noch dauern. Ich gebe mir da immer sehr viel Mühe und ja, bis so ein Album, ich weiß nicht, wer von euch in irgendeiner Form kreativ tätig ist und ja, halt so Künstler, ne? Der wird wissen... ein Werk gehen zu lassen, das ist so, als wenn man halt irgendwie, also ich habe ja keine Kinder, ne? Das könnt ihr auch mal wissen, aber ich kann es mir so vorstellen, wenn man halt dann ein Kind gehen lassen muss, ne? Wenn das halt alt genug ist und in seine eigene Wohnung zieht und so weiter und so fort, man weiß nicht, ob es fertig dafür ist, ne? Und genauso ist es mit einem Album oder so, da weißt du nie, also man ist sowieso immer der Meinung, es ist nicht fertig, ne? Genauso wie die Minecraft-Regel, es reicht nie, es gibt nie genug von X, gibt es die Regel für Künstler, also für zumindest die richtigen Künstler, die ich so kennengelernt habe, zu denen ich mich auch zähle. Ach, ist der eingebildet, der Kerl, ne? Schnauze, wie der Franzose sagen würde. Das sagt er natürlich nicht, das ist mein Spruch. Klauen ist ausdrücklich erwünscht. Uah! Ja. Wenn ihr meine Sprüche klauen wollt, macht das gerne. Schnauze, wie der Franzose sagen würde. Es werden sicherlich noch mehr davon kommen. Nee, aber, halt so die Leute, die ich als Künstler bezeichne, die halt wirklich Kunst und Können machen, die können ihre Werke auch nicht so recht als fertig bezeichnen und eiern immer tierisch rum mit der Veröffentlichung und ja. Zum Glück habe ich da ein, zwei Leute, die so ab und zu mal drüber hören und dann sagen so von wegen, Alter, jetzt ist aber mal gut, noch besser wird das nicht, ne? Sonst kommt das nie raus. Also wenn es nach mir ginge, würde ein Album niemals erscheinen. Hallo, sage ich erstmal. Heute mal keine Hamburg-Cappy auf. Hatte ich letztes Mal eine Hamburg-Cappy auf? Ich weiß es doch nicht.
kann mich überhaupt an nichts erinnern. Ich bin ein alter Mann, ich habe Alzheimer. So. Ja, das ist doofer Witz, ne? Darüber sollte man nicht scherzen. Wobei ich immer sage, also Alzheimer, Demenz oder so haben, müsste eine gute Sache haben, ne? Du wachst jeden Tag neben einer neuen Frau auf. Hey, wer bist du denn? Du bist ja hübsch. Naja, kann auch schief gehen. Und du lernst eine neue Stadt kennen, ne? Ich meine, ich bin jetzt hier in Hamburg seit 25 plus Jahren, ne? Und ich kenne hier jede Straße in der Umgebung. Und manchmal, ne, könnte ich mir gut vorstellen, so eine Spülung, so eine Hirnwasserspülung, ne, die mich einfach mal alles vergessen lässt. Och, was für ein schöner Teich da unten, ne? Ah, habe ich jahrelang im Sommer dran gesessen, ne? Mit Demenz ist ja auf einmal völlig wieder neu. Ja. Alles klar. Ich glaube mal. Oh, Scheißendreck. Was ist das denn? Was soll das denn hier? Bleib gefälligst in der Erde, da wo du hingehörst. Ja. Sodele. Ach, meine Güte. Das geht ja hier am Schnürchen. Es ist ja gerade mal etwas über eine halbe Folge fertig. Ja, ich hoffe mal, die Aufnahmesitzung heute wird noch besser als die vorherigen. Ich bin eigentlich bisher mit meinen Aufnahmen sehr zufrieden. Mit der gestrigen Ändern-Folge bin ich nicht ganz so zufrieden, weil ja, am Anfang hat die Depri ordentlich reingeschlagen, ne, und ich habe halt ordentlich über das Spiel hier abgemeckert, ne, weil ich meine, wir haben drüben jetzt 69 Folgen, also die 69. Folge habe ich heute geschnitten, die kommt dann irgendwann Ende August raus. und diese 69. Folge, also 69 Folgen, da hat man dann eigentlich schon fast alles gemacht, ne, bis auf den kleinen Freund hier nach Hause gebracht, ne, und es wiederholt sich ja immer alles, ne. Hier Blumen pflücken, ne, Bäume klatschen, Bäume einpflanzen, etc. pp. Immer wieder das Gleiche. Münster verklöppeln und so weiter und so fort. Und wo das bei Minecraft noch ziemlich abwechslungsreich ist, ist das dann hier wirklich sehr, sehr wiederholend. Und ja, irgendwann denkt man einfach auch schon mal, und das ist mir gestern in Minecraft England passiert, werde ich von diesem Spiel tatsächlich 100 Folgen vollkriegen, und ich weiß es nicht so recht. Also das hier ist kein Minecraft. Wir werden wohl uns in absehbarer Zeit auch von dem Spiel dann verabschieden müssen. Aber hier haben wir ja noch nicht so viel gemacht. Wobei wir kommen hier eigentlich ganz gut voran, weil, also ihr profitiert hier. Warum habe ich denn noch eine Spitzhacke? Ach ja, weil ich den pneumatischen Bohrer erst vor kurzem gebaut habe, glaube ich. Ja, nee, ihr profitiert hier von England, weil in England bin ich schon sehr weit fortgeschritten, weil da halt Wrong World jeden zweiten Tag kommt und nicht jeden dritten. Und dadurch. Alter. Und dadurch mache ich da sehr viele Sachen, und die mache ich dann natürlich hier nach, ne? So, haben wir hier irgendwo was, wo nur eine Blume von da ist? Ach, scheiße. Okay, ich kann das ja alles später holen. Wir sollten erstmal gucken, wo der Hamster ist. Nicht, dass wir den nicht mehr wiederfinden. Der ist ja so klein, der kann sich einfach irgendwo verstecken. Ne, und da habe ich gestern halt von der Depri beeinflusst, die gestern noch ziemlich stark reingeschlagen hat, habe ich dann halt ziemlich über das Spiel abgezogen. Also nicht irgendwie jetzt wirklich böse, aber ich kann mir vorstellen, wenn der Jamie das sieht, könnte er vielleicht einigermaßen, ja, geknickt sein. Also ärgerlich wohl nicht, aber geknickt könnte er durchaus sein. So. Mal absteigen. Und, ach, was ist das schön still ohne diese Scheißsäge. Entschuldigung. Stuhlsäge soll das natürlich heißen. Wir wollen auch hier die Etikette, die sprachliche Etikette wahren, soweit es denn geht. Verdammte Scheiße, noch eins. Denn Scheiße sagt man nicht, davon geht die Bildung in den Arsch. Das müsst ihr euch ganz einfach merken. So, müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Also, ah ja, Caps Lock ist noch an. Also, falls sich bei euch mal die Sachen nicht drehen lassen, einfach Caps Lock einschalten. Alter, ne? Nee, kannst dir nicht ausdenken, was ich da gerade gemacht habe. Also nochmal. Okay, Kaffee. Schöne Tasse Kaffee um 1 Uhr nachts. Ja. Wollen wir mal sehen, falls wir übrigens Rauchschwaden rüberziehen, das ist nicht meine Bon. Sowas habe ich gar nicht. Nee, wirklich nicht. Das mache ich nicht mehr. Das ist ein Räucherstäbchen. Ich habe hier ganz wunderbare weiße Salbei-Räucherstäbchen. Ja, das ist lecker, das Zeug. Mag man glatt essen, aber ne, würde ich niemandem empfehlen.
So, wir machen uns die gleichen Facilities sozusagen, die wir auch drüben in England haben. Nee, die wir drüben in der ersten Heimat haben, machen wir hier in der zweiten Heimat. In England habe ich zu, ist gestern die vierte Heimat angefangen. Ja, der Typ ist irre. Das darf man ruhig sagen, ja. So, wie sieht's denn mit dem Lagerfeuer aus? 5 Wood, 5 Stone kriegen wir auch gebacken. Also wird jetzt eine Menge Crafterei. Danach gehen wir dann wieder ein klein wenig erkunden. Nö, das bringt mal gar nichts. Ach, lassen wir das da verkokeln, ist mir doch egal. Smelter haben wir, wir brauchen noch, was haben wir denn? Electronics Workbench Upgrade, da fehlt uns Copper. Copper! Alchemie-Table fehlt uns, Alchemietisch fehlt uns auch einiges. Cooking Pot, ja, wir brauchen unbedingt Kupfer, wisst ihr das? Insofern müssten wir eigentlich Spelunken gehen. Aber ich frage mich, wo wir hier Spelunken gehen sollen. Ich glaube, da ist es eher angesagt, dass wir ein bisschen jagen gehen und ein paar Steine zerklöppeln. Warte mal, lass mal ein paar Sachen hier. Und zwar jetzt in den richtigen Truhen. Also hier kommt ungegartes Futter rein. Hier können wir noch ein bisschen Schmeltering-Sachen. Haben wir denn Schmeltering-Sachen überhaupt? Also Schmelzsachen. Ich sollte mir das abgewöhnen mit dem Englischen. Eine Bank brauchen wir hier natürlich auch, damit wir hier die Münzen einlagern können. Ist auch noch Futter. Das bleibt da, das bleibt da, das bleibt hier. Das geht mit, das geht auch mit. Ja, da sind wir schon wieder. Ja. Jetzt könnten wir eigentlich gleich eine Kochsession machen, aber das machen wir nicht. Ach du Scheiße. Ach du schöne Sache. Das ist ja wundervoll, dass wir da so viel haben von den Flapples. Guck mal. Lasst mich gucken. Ich ärgere mich immer, wenn ich diese Sachen nicht in die Truhen lege. Also wenn ich dann 10-mal zwischen den Truhen hin und her renne, wenn du verstehst, was ich meine. Das finde ich irgendwie dann, das hat dann wirklich schon was von Demenz. Weißt du was? Was mir mal ein Anliegen wäre, wir werden gleich mal die goldene Zwiebel hier weggraben. Das ist mir ein Anliegen, ja. Genau. Und ui, ganz schön viel Holz. Ja, aber ich will es nicht irgendwie verschwenden, weil wir brauchen es ja auch. Weißt du was? Ich leg mal ein bisschen Holz hier rein. So. Erinnert mich dran, dass da welches drin liegt. Ja, jetzt tut er so, wieder so, als wäre er in einem Stream. Der Irre. Ja, das dürft ihr auch ruhig sagen. Der Irre, ne? Bin ich ja. So. Da draußen ist ein Schlackbiest, also so eine Bestie. Ja, so ein. Ja, ihr wisst schon was. Wir haben ja mit den Dingern schon zu tun gehabt. 11 Pilze. Ja, wir können wirklich bald mal was kochen. Ja, lass uns mal da draußen dieses Ärgernis wegmachen. Hallo, Ärgernis. Wie der Hamster da rumliegt. So. Ach komm. Gehen wir noch ein bisschen jagen bei Nacht, ne? Wir wollten ja sowieso erkunden, also könnten wir uns auch mal ein bisschen auf den Weg machen. Also die Baumstumpfbiester, die lassen wir jetzt mal schön am Leben, weil Baum haben wir genug, also ich meine Holz. Oh, nö. Ich habe jetzt keinen Bock auf das Viech da unten. So. Oh, die Kanone hier erinnert mich an was. Könnte man vielleicht irgendwie anderweitig mal ausrichten, weil da ergibt die irgendwie nicht so viel an Sinnhaftigkeit. Hallo. Hallo. Ja, den. Boah, Alter. Ich sollte vorsichtig sein. Meine Gesundheit ist nicht zum Besten. Och, prima. Guck mal. Da haben wir schon ein bisschen Erz. Wow, das sind viel zu viele. Ich will einen locken. Locky Lock. Ah, diese Viecher sind ganz schön gefährlich. Ach, es ist Tag. Das gefällt mir. Ich habe mal wieder die Lampen so aufgestellt, dass sie mich blenden. Ganz und gar nicht gut, wenn man nachts kämpfen will. Och, ja. Och, komm. Du sollst auch nicht leben wie ein Hund. Und dann schon lieber sterben wie ein Hund.
verreckt wie ein Hund. Ja, wie verreckt ein Hund? Schwanzwedelnd meistens. So, ach ja, dafür wird man mich wieder hassen. Also die Hundeliebhaber, Entschuldigung, liebe Hundeliebhaber, ich bin manchmal komisch. So, hau weg den schönen Olaf hier. Der schöne Olaf.